Der Aufstieg war. Yeah, Aufstieg! Oh fuck, Aufstieg! Das war das. Alle springen auf, die Arena explodiert. Auf, ab, so eine Hollywood-Story. Schafft man es nicht. Der Aufstieg in die BBL war für uns eine Riesenchance. Und das, was wir die Jahre zuvor in der zweiten Liga gemacht haben, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Da mit dabei gewesen zu sein, war unglaublich. Das Geile war doch natürlich im Finale, als mein Boy Justus Hollatz den Dreier da reingecasht hat. War schon geil. Jetzt gerade kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Buchstäblich am nächsten Tag ging es weiter mit der Arbeit, die wir machen mussten. Das könnte der Anfang einer Karriere sein. Diesen Fokus auf Jugendarbeit, das ist eigentlich das, womit wir begonnen haben. Als wir Sport ohne Grenzen gegründet haben, war das eigentlich so der Hauptfokus. Und für uns war es damals eigentlich wichtig, was Eigenes zu machen. Wir hatten ja eine wirkliche Geschichte. Wir sind ja wirklich entstanden aus Jugendarbeit. Und der sportliche Erfolg war ja wirklich aufgebaut auf dieser Jugendarbeit und auf dem Werk, was wir drumherum gebracht haben. Was wir dann so Vermittlung von sozialer Fähigkeiten durch Sport nennen. Also war da schon immer ein bisschen mehr. Die Hamburg Towers sind definitiv mehr als Profi-Basketball. Wir engagieren uns in so vielen Bereichen, sind in Schulen unterwegs, sind sogar in Kitas unterwegs, haben so viele Projekte. Wenn man sieht, wie viel Spaß die Kinder haben, was teilweise für Jubelszenen nach dem ersten Treffer, ist ja bei manchen so, erste, zweite Klasse, die spielen dann 2:0, weil sie einen Korb machen und das sind unglaubliche Jubelszenen. Das erfüllt einen selber auch mit einem gewissen Stolz. Mit der Halle war schon der Wunsch da, dass wir, auch wenn wir nur einen Boden und drei Container reinstellen wollten, dass wir die Mauern am liebsten so groß oder so weit auseinander hatten, dass wir irgendwie es perspektivisch rein hinkriegen können, dass da 3000 Leute reinpassen. Das war für uns immer so, wenn wir mal wirklich, wirklich erfolgreich sind und es schaffen würden, sportlich in die BBL, dann wäre es ja doof, wenn wir das alles haben und dann ist eine Halle, wo nur 2500 reinpassen und du kannst deswegen nicht Bundesliga spielen. Erstmal so die Idee zum Profiteam hatten wir schon ein bisschen früher. Also es gab ja 2013, war eigentlich so das Jahr, in dem wir die Firma auch gegründet hatten. Ich erinnere mich noch an irgendwelche PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen, wo wir mal so einen fiktiven Jahresplan gemacht haben, wo dann irgendwann drin stand, jetzt steigen wir auf in die Regionalliga und dann bekommen wir die Lizenz und dann ist es dann wirklich auch Pro A oder irgendwann BBL möglich. Jan dann auch wirklich, ist bei uns ja derjenige, der ein bisschen strukturierter und organisierter ist, dann hier, bam, wir müssen jetzt das und 7 Leute und Verein und... Dass wir dann auch uns mit Leuten später zusammengesetzt haben, mit der Idee kamen, die um Pascal Roller damals zusammen hier in Hamburg waren, die auch dieses Thema Bundesliga in Hamburg irgendwie hinkriegen wollen. Und dass wir mit denen zusammen das mit Leben füllen und mit einer Mannschaft füllen, die dann im ersten Schritt aber natürlich auch den ersten in der Pro A angetreten ist. Ein ganz großer Schritt für uns war natürlich, als Tomislav dazugekommen ist. Ich habe Marvin und Jan eher zufällig kennengelernt, wirklich in den Anfängen der Towers mit der Fragestellung, kann ich helfen? Und im Nachhinein betrachtet sicherlich ein schönes Schicksal, das wir zusammen gefunden haben. Der war dann ein Profi, der dazu gekommen ist in seinem Bereich und hat uns auf eine andere Ebene gebracht. Und haben aber auch das Glück gehabt, dass die richtigen Leute dann irgendwie dazugekommen sind, immer zur richtigen Zeit und uns auch unterstützt haben. Ich glaube, das Besondere an den Hamburg Towers als Verein ist einfach, dass wir wirklich alle zusammenstehen. Also jeder ist für jeden da, jeder kommt mit jedem klar und jeder kann aufeinander zählen. Das Gefühl, wenn man einläuft beim Spiel, ist der Hammer. Also man weiß, es geht los, wenn halt die Lichter zerspringen. Es wird ja dunkel und dann hört man halt nur noch die Fans klatschen, klatschen, klatschen. Und dann wird halt der Name aufgerufen und du läufst da rein, alle schreien für dich und das ist einfach, dann bist du auf jeden Fall hyped auf das Game. Du stehst da und du bist Teil davon und das ist schon echt besonders, wirklich jeden Spieltag. Und die Energie durch die ganze Halle,
Gänsehaut-Feeling bei jeder Person in der Arena. Von den Sponsorenpartnern, die wir da haben, über die Fans, über Leute, die ich privat kenne. Es ist immer wie so ein Klassentreffen. Wir schaffen gerade Traditionen, die vielleicht andere Vereine schon seit Jahren haben. Worauf wir auch stolz sein können, ist, dass wir Basketball in die Stadt reingebracht haben und die Stadt durchdrungen haben mit unserer Idee und mit diesem Sport. Wir sind eigentlich noch am Anfang. Also wir sind jetzt, haben sehr gute Zeit in der Pro A gehabt. Jetzt haben wir den Aufstieg geschafft. Jetzt wollen wir uns in der BBL etablieren. Dass uns gesagt wurde, nee, man kann nicht etwas Elitäres wie Leistungssport und Sozialarbeit zusammentun. Und doch, kann man. Also wir machen das.